Seit Urzeiten ist der Mensch auf der Suche nach einem Material, welches er zunächst beliebig formen kann, das danach aber unabänderlich in dieser Form verharrt. Er fand diese Materialien zunächst in der Natur, zum Beispiel Ton. Eine andere Möglichkeit war aus Kupfer und Zinn hergestellte Bronze. Sie kann geschmolzen und dann in eine Form gegossen werden, in der sie bis zur Erhärtung auskühlt. Auch Glas besteht aus einer Mischung von natürlichem Quarzsand, Kalk und Soda, die in heißem Zustand so lange geformt wird, bis sie die gewünschte Form aufweist. Der erste vollständig künstlich hergestellte Werkstoff war Bakelit, das den Namen seines Erfinders trägt. Leo Hendrik Bakeland wird am 14.11.1863 im belgischen Gent in die bescheidenen Verhältnisse einer Schuhmacherfamilie hineingeboren. Nach dem Abschluss des Gymnasiums besucht er die Technische Hochschule, wo er Kurse in Chemie, Physik, Mechanik und Ökonomie belegt und mit Auszeichnungen abschließt. 1880 erhält er ein Stipendium an der Universität Gent. Besonderes Interesse zeigt er in der organischen Chemie, wo er die Theorie des ehemaligen Genter Dozenten August Friedrich Kekulé studiert. Kekulé hatte 15 Jahre zuvor die ringförmige Struktur des Benzols erkannt, eine Entdeckung, die auch für Bakelands spätere Erfindung von zentraler Bedeutung sein sollte. Der Kohlenwasserstoff Benzol ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die chemische Industrie. Ersetzt man ein Wasserstoffatom des Benzols durch eine OH-Gruppe, entsteht Phenol, unentbehrlich bei der Herstellung von Farb- und Gerbstoffen sowie vielen anderen Produkten. Neben Fragen der organischen Chemie beschäftigt sich Bakeland intensiv mit der Chemie der noch jungen Fotografie. 1882 beschließt er sein Studium und zwei Jahre später promoviert er mit Bestnote zum Doktor der Physik und Chemie. Mit gerade 26 Jahren ist Bakeland dann bereits zum Professor aufgestiegen und heiratet 1889 die Tochter seines ehemaligen Dozenten. Noch im gleichen Jahr reist das junge Paar in die USA, wo Bakeland seine Studien zum Thema Chemie der Fotografie weiterführt. Er wird unabhängiger Chemieberater, verzettelt sich aber mit zu vielen Aufgabenstellungen. Sein Geld wird knapp. Er beschließt, sich künftig ganz auf sein Steckenpferd zu konzentrieren, die Chemie der Fotografie. So entwickelt er Velox, ein Fotopapier, das schneller fertige Bilder hervorbringt als andere Produkte. 1899 kann Bakeland sein Velox-Patent für $750.000 an Eastman Kodak verkaufen, zehnmal so viel, wie er ursprünglich verlangen wollte. Von dem Geld kauft er eine Villa für sich und seine Familie und richtet ein Labor ein. Hier kann er sich ohne finanzielle Sorgen seinem einstigen Studienschwerpunkt widmen, der organischen Chemie. Wie viele andere Chemiker erkannte Bakeland zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Marktpotenzial eines kostengünstigen Isolationsmaterials für die Elektroindustrie. Zum Verbinden des Glases und des Metallgewindes einer Glühbirne beispielsweise wurde damals das Naturprodukt Schellack verwendet. Schellack wird aus dem Sekret der indischen Lackschildlaus hergestellt. Die Herstellung ist aufwendig und macht Schellack somit teuer. Bakeland erinnert sich an das reaktionsfreudige Phenol, das ihm ein geeigneter Ausgangsstoff für einen künstlichen Ersatz zu sein scheint.
bringt man Phenol und das Konservierungsmittel Formaldehyd zu einer chemischen Reaktion, so verbindet sich zunächst ein Phenolmolekül mit zwei Formaldehydmolekülen. Dabei löst sich eine der Doppelbindungen des Formaldehyd. An der einen freien Bindungsstelle dockt ein Wasserstoffatom des Benzolrings an. Die andere verbindet sich mit dem Phenolring selbst. Die neuen Monomere von Mono gleich allein verbinden sich dann zu einem Riesenmolekül. Dabei spalten sich Wassermoleküle ab. Das Riesenmolekül wird Polymer genannt, nach dem griechischen Poly für viel. Die Polykondensation genannte Reaktion ist von großer Wärme- und Gasentwicklung gekennzeichnet. Bei Einsatz bestimmter Lösungsmittel bilden sich kettenförmige Riesenmoleküle. Es entsteht ein mehr oder weniger zähes Material, welches als Kleber oder Lack eingesetzt werden kann. Verdunstet dann das Lösungsmittel, härtet das Polymer aus. Bei einer geeigneten Zusammensetzung der Ausgangsmaterialien und einer genügenden Wärmezufuhr entstehen dreidimensional vernetzte Riesenmoleküle. Diese bilden feste Körper, die Hitze und Lösungsmittel beständig sind. Bakeland ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts keineswegs der einzige Chemiker, der versuchte, einen Kunststoff herzustellen. Ein weiterer Erfinder, dem dies sehr früh gelingt, ist der britische Elektroingenieur James Swinburne. Als er sein Verfahren 1907 patentieren lassen will, teilte man ihm aber zu seinem Entsetzen mit, dass ihm ein amerikanischer Konkurrent zuvorgekommen sei. Bakeland hatte sein Patent einen Tag vor Swinburne eingereicht und den ersten vollständig synthetisch hergestellten Stoff ganz unbescheiden nach sich selbst benannt: Bakelit. Bakeland hatte dazu die Arbeiten seiner Kollegen studiert und nachvollzogen. Dabei variierte er ständig die beschriebenen Phenol-Formaldehyd-Reaktionen. Indem er Phenol- und Formaldehydmoleküle im Verhältnis 1:1 zur Reaktion brachte, erhielt er zunächst ein lösliches, nicht hitzebeständiges Polymer. Aus diesem ließen sich unter Hitzeeinwirkung verschiedenste Gegenstände pressen. In einem von ihm entwickelten Druckkessel, den er Bakelizer nennt, erhitzte er den geformten Gegenstand unter hohem Druck weiter. So entstand das unlösliche, hitzebeständige Endprodukt. In dem kleinen Dorf Erkner bei Berlin imprägnierte die Rüttgers AG zu Beginn des 20. Jahrhunderts Eisenbahnschwellen mit Thea Wiete GmbH hier 1910 mit der industriellen Fertigung von Phenolharzen. Im gleichen Jahr nimmt auch die General Bakelite Company in den USA ihren Betrieb auf. Im Ersten Weltkrieg wird Bakelit zur Herstellung von Zündmechanismen, Granatenhülsen und Flugzeugpropellern benutzt. Und schon in den 20er Jahren ist der Kunststoff aus kaum einem Industriezweig mehr wegzudenken. In den kommenden Jahren entstehen Alltagsgegenstände in einem bis dahin unvorstellbaren Design, unter ihnen Klassiker wie das schwarze Wählscheibentelefon. Auch James Swinburne vertrieb sein Phenolharz, und zwar als Dammert. Der Produktname ist eine Verkürzung des englischen Damn Hard, auf Deutsch also verdammt hart. Bakeland aber zerrte jeden vor Gericht, der seiner Meinung nach gegen sein Patent verstieß, so auch Swinburne. Denn das ursprünglich als Ersatz für Shellac gedachte Phenolharz hatte sich als erstaunliches Allround-Talent entpuppt und damit als höchst lukratives Produkt. Das Time Magazine widmet Bakeland 1924 die Titelseite. Unter der Überschrift: Es schmilzt nicht, es brennt nicht,
stimmt der Leitartikel eine wahre Lobeshymne auf Bakelit an. Es ist eine Komposition entstanden aus Feuer und einem Mysterium, mit der Härte von Glas und dem Glanz des Bernsteins. Wer sich mit dem Material auskennt, behauptet, dass es in ein paar Jahren Bestandteil jeder mechanischen Ausstattung der modernen Zivilisation sein wird. All die vielen Gegenstände des täglichen Lebens, die Sie vom frühen Morgen an benutzen, werden heute auch aus Bakelite hergestellt. Vom Aschenbecher bis zur Zeitschaltuhr gibt es kaum einen Artikel, der nicht aus Bakelit hergestellt werden konnte. Als der Patentschutz 1927 ausläuft, erhält Bakelit Konkurrenz durch Phenolharze anderer Hersteller, die angeblich sogar bruchfester sein sollen. Bakeland lässt sich deshalb eine spektakuläre Werbeaktion einfallen. Die Firma Parker wirft ihre Bakelit-Stifthülse aus einem Wolkenkratzer auf die Fifth Avenue. Und das Schreibgerät übersteht den Aufprall unversehrt. Im Hitler-Deutschland werden aus dem Stoff der 1000 Möglichkeiten unter anderem die Gehäuse der sogenannten Volksempfänger hergestellt. Als Beispiel für den Werdegang eines Bakelite-Gegenstandes der deutsche Volksempfänger. Wie 1000 andere Gegenstände aus dem Werkstoff der Bakelite-Gesellschaft, einem vom Urstoff bis zur Vollendung deutschen Erzeugnis. Zu Tausenden verlassen die fertigen Bakelite-Gehäuse täglich das Presswerk. Aber auch als Bindemittel oder als Lacke kamen die Produkte der Bakelite GmbH zum Einsatz. Überall, wo beste Wetterbeständigkeit gefordert wird, verwendet man den wertvollen Bakelite-Lack. Hier zum Beispiel bei der Herstellung von Flugzeugpropellern, an deren Qualität allerhöchste Anforderungen gestellt werden müssen, denn wie alle anderen Einzelteile eines Flugzeugs sind sie ständig allen Unbilden des Wetters ausgesetzt. Sie müssen im Sturm und im Regen standhalten, denn davon hängt zu einem wesentlichen Teil die Sicherheit des Luftverkehrs ab. Ende der 30er wächst die Konkurrenz für Bakelit. Neue, bunte statt braune oder schwarze Kunststoffe tauchen auf, etwa Katalin, Melamin oder Plaskun. 1938 verkauft der mit Ehren überhäufte Erfinder seine Firma und setzt sich 75-jährig zur Ruhe. Er verbringt seine Zeit nun vor allem in Florida, züchtet exotische Früchte, keltert Wein, braut sein eigenes Bier und befährt mit seiner Yacht die Flüsse. 1944 stirbt der Vater des Plastiks, 80-jährig, in Beacon, New York. In den 50er Jahren verschwindet der Stoff der 1000 Möglichkeiten hinter den grellen Farben anderer Kunststoffe zusehends von der Bildfläche. Bakelit und seine Verwandten wirken aber auch heute noch im Verborgenen. So ist das Bindemittel einer Trennscheibe ebenso aus Bakelit wie das der Bremsklötze von Autos. Nach einer starken Bremsung riecht der Wagen nach Phenol. Und sogar in der Satellitentechnik werden, zum Beispiel für Hitzeschilde, bis heute Phenolharze, ähnlich dem Bakelit, eingesetzt.